Ja, einen wunderschönen guten Abend, sage ich wieder. Ich bin wieder on Tour. Freue mich, dass er mich wieder begleitet. Heute, ja, guten Abend. Kann aber auch sagen, guten Morgen. Denn heute Morgen war ich auch schon unterwegs. Gleiche Stelle hier. Und habe hier ein bisschen rumgeknipst. Was heißt rumgeknipst? Das ging nicht lange. Hier unten ist ein kleiner See. Und ich habe hier auf so einen schönen Sonnenaufgang spekuliert. Die Wolken sind aber dann zugezogen, aber war wieder ein richtig schöner, dramatischer Himmel. Ich den auch abgelichtet habe und hier außenrum noch so ein paar schöne Fotos mitgenommen habe. Die blende ich dann alle mit ein. Und ja, es ist, wie es ist. Das war dann gerade dieser schöne dramatische Himmel, dann ein Bild, das nächste wollte ich nochmal ausgelöst, Kamera nur schwarz. Irgendwie abgestürzt, Akku raus, Akku rein, ging nicht mehr. Ja, musste ich nach Hause, musste abbrechen hier. Jetzt dachte ich mir, gehste abends hier nochmal an die gleiche Stelle und habe wieder auf so einen schönen Wolkenhimmel gehofft. Mit Sonnenuntergangsstimmung. Ah, Mittag waren die Wolken hier, jetzt sind, man sieht's auch hier hinten. Es ist nur noch ganz, ganz wenig. Hier in die Richtung, wo ich fotografieren will, ist genau wie heute Morgen auch nichts mehr. Außer die Sonne knallt von hier hinten rein. Ich stelle euch das Motiv hier mal kurz vor, ob das alles was wird hier. Also ich weiß nicht. Ich habe schon ein paar Bilder gemacht mit Belichtungsreihen. Dann hast du hier, weil die Sonne, die steht in so einem blöden Winkel hier zu meinem Motiv hier, dass du lauter Lensflares, aber von der heftigsten Sonne hier drin hast. Jetzt habe ich fotografiert, ja, Belichtungsreihe ganz normal. 7 Bildchen habe ich mir gemacht mit ich glaube 0,2 Lichtwertunterschied und dann den Finger davor gehalten vor das Objektiv und das gleiche nochmal. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Also heute keine Fotowanderung. Heute bin ich nur an diesem einen Spot heute abends. Deshalb hoffe ich natürlich auch, dass das mal ein kleines Video wird. Es wird auch nichts mit Erklärungen hier mit Kamera und durch die Kamera. Vielleicht schaffe ich eine, denn das Licht wechselt so schnell. Und man sieht auch nichts hier. Ja, eben weil die Sonne hier in so einem blöden Winkel hier steht. Lasst euch überraschen. Ich stelle euch das Motiv mal ganz kurz vor. Ja, so ungefähr. Also verschiedene Bildaufbau habe ich hier mal durchprobiert. Das ist ungefähr einer davon. Hier ist die schöne Bank hier drin. Dann läuft hier unten so ein schöner Feldweg hier durch, hier hinten rüber. Das soll so ein Bildaufbau sein. Aber die Sonne, die hängt. Ja, ich habe die jetzt hier ausgeblendet. Aber wenn man die einblendet, ja, man sieht es hier oben drin hier. Jetzt funktioniert es. Irgendwie muss ich gleich nochmal fotografieren. Ja, so soll mein einer Bildausschnitt sein. Ja, ein absolut traumhaftes Plätzchen hier. Wahnsinn. Ich drehe mal wieder das ganze Teil hier rum. Ja, sieht ja wieder hier die schöne, schöne Bank. Daneben hier die alte Eiche. Wenn man dann hier nach vorne geht, hat man dann hier natürlich einen absolut Hammerblick hier in die Gegend. Hier drüben ist der Kreinberg, die Vorderrhön, also hier ist das von der Thüringer Rhön, der letzte Zipfel. Hier hinten sieht man dann wieder diesen, im Schatten schon, diesen Salzberg. Dann
Ja, ganz hier drin ist der Oechsenberg. Hier hinten drin ist eine Kuppe, das Zeus liegen, Zeusberg. Aber ganz, ganz tolle Gegend hier und Hammerlicht hier. Wenn man dann hier runter schwenkt, ah, hier unten muss irgendwo, ich sehe überhaupt nichts mehr hier durch die Sonne, die blendet mich. Hier unten muss irgendwo so ein kleiner See sein. Vielleicht sieht man dann auf dem Computer mehr. Da war ich heute früh dieses Bild gemacht von diesem, ja, komischen Sonnenaufgang. Ah, schaut es euch einfach mal an. Vielleicht habe ich es ja schon eingeblendet. Ja, das ist ein Bildaufbau von heute früh. Ja, sieht genauso aus wie jetzt, keine Wolke. Ich glaube, drei Wölkchen waren. Aber mit der Kamera kriegst du das ganz, ganz schlecht hin. Weil hier ist diese Eiche, die Bank. Hier, das ist alles top hier, der Blick. Und hier hinten will ich diese Kuppe von diesem Rheinberg will ich auch noch mit dem Bild haben. Und da musst du hier so tief runtergehen, dass die Sonne hier in diesem blöden Winkel, die macht dir hier durch die Lensflares. Ja, durch die Lensflares macht die hier alles kaputt. Wie gesagt, ich habe schon Finger davor gehalten. Ich weiß nicht, ob die Bilder dann was geworden sind. Bracketing, also eine Belichtungsreihe. Keine Ahnung. Freunde, ich lasse mich überraschen. Ihr lasst euch überraschen. Machen wir mal weiter hier. Nächste Motiv, Kamera hier auf dem Stativ, geht hier nicht anders, durch die Belichtungsreihen und so weiter. Also das soll aussehen wie hier jetzt, dieser schöne, dürre, umgefallene Baum, hinten wieder der Berg, dann hier so ein richtig schönes, romantisches Licht hier drin. Die Sonne ist natürlich hier gleich wieder hier oben drin, die muss man hier so irgendwie ausblenden. Deshalb habe ich mir hier diesen Bildausschnitt gewählt. Denn die Sonne ist jetzt auch wieder irgendwie so hinter so einem Schleier und so milchig, kriegst du auch keinen Sonnenstern hin. Also es ist wie verflixt. Hier sind wir da Wolken. Sieht man die? Ach, die müssten jetzt hier vor mir sein. Die sind immer dort, wo sie nicht sein sollen. Dort, wo die Wolken sein sollen, da sind sie nicht. Heute früh selber, auch von dieser Stelle hier, habe ich mir heute früh ein Foto mitgenommen. Ein Bildchen. Jetzt dieses Bild, die blende ich euch beide jetzt mal ein. Mal gucken, irgendwie. Mal gucken, irgendwie, was dabei rausgekommen ist. Heute bin ich selbst gespannt.
meine Lieben, zweiter Tag, wieder abends, aber man sieht im Himmel Wölkchen. Und hier will ich mir jetzt meine Langzeitbelichtung mitnehmen. Endlich, endlich, endlich kann ich auch mal hier eine Langzeitbelichtung machen. Ich stelle euch mal das Motiv vor, wie ich mir das gedacht habe. Und wir gehen auf die Kamera, meine Lieben. Ah, meine Kamera, ich habe hier einen Zehnstopf vorne drauf. Und der Weg läuft hier wieder so schön rein, hinten diese Kurve rum. Die Sonne scheint noch auf diesen Hang, man sieht ja die Wolken. Und die will ich jetzt zum Ziehen bringen. Ja, mal auf die Kamera. Ja, der Zehnstopffilter ist drauf. Deswegen ist das Display natürlich jetzt auch dunkel. Ich bin hier, ja, weil es ja noch ziemlich hell ist. Wir haben jetzt 18.10 Uhr und die Sonne knallt hier hinten rein. Also ist noch sehr, sehr hell. Aber wirklich tolle Struktur im Himmel. Um jetzt die Wolken zum Ziehen zu bringen, bin ich hier auf Blende 20 gegangen. 2 Sekunden Selbstauslöser, ISO 100. Das wäre natürlich ideal, wenn man jetzt eine Kamera hätte mit ISO 50. Dann gehe ich hier immer ins Menü. Also bei Canon ist es hier in diesem roten Menü auf dem 6. Punkt. Langzeitbelichtung, Dimer, Detaileinstellungen. Und hier bin ich jetzt mal auf 30 Sekunden gegangen. Okay, gehen wir wieder hier raus. Und dann, Fokuspunkt liegt hier vorne am Wegesrand. Dann löse ich hier mal aus. Deshalb, meine Lieben, würde ich sagen, viel Spaß mit diesen Bildchen. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Top, top, top. Top, top, top. Bin sehr zufrieden. Ja, man braucht 2 Tage, wenn man das will, was man sich erhofft hat und möchte das haben. Das reicht einfach nicht, einmal irgendwo hin zu gondeln. Klar, kann funktionieren. Meistens funktioniert es nicht, zumindest bei mir nicht. Gestern Morgen hier fotografiert. Gestern Abend hier fotografiert und jetzt wieder abends hier fotografiert. Also jetzt habe ich ja nur eine Langzeitbelichtung gemacht, ein Zeitraffer. Ich weiß nicht, ob ich dann noch einen Zeitraffer einblende oder schon eingeblendet habe, weil ich will dann nochmal auf die Bank dort oben, wo ich gestern war. Also sagenhaft. Sagenhaft, ich bin schon gespannt auf die Bilder, wie sie sich am Computer geben, wie sie dann aussehen im Endeffekt. Sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video, das ihr jetzt schon gesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den Bildchen. Und in diesem Sinne, meine Lieben, sage ich ciao, ciao, euer Frankie. Aber noch ganz kurz, ganz, ganz kurz. Es kommen ja immer 2 Bilder. Entweder ja, von morgens und von abends. Also nicht wundern, ja, wenn sich dann einer fragt, was ist denn jetzt hier los? Jetzt ist ein blauer Himmel, jetzt ist Sonnenuntergang. Was hat der denn hier gemacht? Also wie gesagt, 2-mal fotografiert. Einmal am Morgen, einmal am Abend. Und dann blende ich immer so die Bilder. Ja, erst das Morgen oder erst das Abend. Seht ihr ja den Unterschied an den Bildern. Also die sind alle gestern entstanden, außer heute die Langzeitbelichtung und
dieses Zeitraffer. Meine lieben Fotofreunde, hat Spaß gemacht, mit euch wieder unterwegs zu sein. Ciao, ciao, liebe Grüße, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal würde ich mich wieder riesig freuen, wenn ihr wieder bei mir seid, wenn ihr mich wieder begleitet. Ahoi, ciao.